Ist dir bewusst, dass du einen Muskel, der schön geschmeidig und beweglich bleiben soll, nicht nur regelmäßig dehnen und mobilisieren musst, sondern in jedem Fall auch kräftigen? Denn ein zu schwacher Muskel neigt in aller Regel auch dazu, zu verkürzen bzw. seine Funktionsfähigkeit einzuschränken, also die Beweglichkeit einzuschränken, da er diese einfach nicht absichern oder halten kann. In diesem Video zeige ich dir drei Übungen, die du zu Hause machen kannst und die deine Hüfte stärken und damit auch beweglicher machen und dafür eine Kräftigung neben dem Körpergewicht, es auch immer noch sinnvoll ist, einen externen Widerstand dazu zu nehmen, zeige ich dir die Übung mit so einem Powerband und wir starten jetzt direkt mit der ersten Übung. Für die erste Übung legst du das Band vor dir am Boden bzw. ein Teil vom Band am Boden ab. Steigst dann mit den Füßen rein und drückst das Band schon mal ein kleines bisschen auseinander, dass dieser Teil hier am Boden schon ein kleines bisschen Dehnung hat. Dann kannst du jetzt zwei Varianten machen. Entweder du greifst das Band von oben sehr kurz, dass du einen Widerstand des Bandes bekommst. Ich persönlich mag es lieber, mir das Band um den Fuß zu wickeln, entweder links und rechts oder nur einseitig, so damit es kurz genug ist und mir Widerstand gibt. Natürlich kannst du da auch verschiedene Dicken von diesem Band wählen. Ich habe dir unten in die Infobox mal einen Link zu einem Band gemacht. Da kannst du dir das mal anschauen. Jetzt greifst du das Band mit beiden Händen mittig, so dass du sie richtig schön fixierst und dir das Band nicht wegrutschen kannst. Stellst dich einmal gerade hin. Wichtig in dieser Anfangsposition ist, dass du wirklich hier Spannung im Gesäß aufbaust, Spannung im Bauch aufbaust und deine Schultern schön fest nach hinten ziehst und deine Körperspannung hältst. Und dann geht es mit der ersten Übung los, mit der klassischen Kniebeuge. Du gehst nach unten, das Band entlastet sich in dem Moment etwas und beim nach oben kommen hast du mit dem Band einen zusätzlichen Widerstand und führst die erste Übung, die Kniebeuge, mit diesem Band zusammen in einer erschwerten Version aus. Wichtig bei dieser Variante ist, dass du wirklich auch immer den Fokus auf den Bauch lässt, dass du hier gut gestützt bist und nicht dazu tendierst, ins Hohlkreuz zu kippen und den Zug vom Band hier unten im unteren Rücken zu stabilisieren. Das wird wahrscheinlich dazu führen, dass diese Muskulatur nachher verkrampft und ist auch von der Technik her nicht ganz korrekt. Also unbedingt auf den Bauch achten. Für die zweite Übung musst du das Band auf jeden Fall auch wieder einmal um den Fuß wickeln, brauchst es etwas kürzer, da du hier auch nochmal schmaler stehst als bei der Kniebeuge. Dann greifst du das Band auch wieder vor dem Körper zusammen. Hier auch jetzt nochmal wichtig, schön die Schulter mit reinzunehmen, den Bauch zu fixieren. Du brauchst den Oberkörper sozusagen als ein Stück, um die Kraft zu übertragen. Wenn der Oberkörper locker und ja, weich ist, überträgt sich die Kraft vom Band oder der Zug vom Band nicht in die Muskulatur, die wir für die Hüfte stärken wollen. Und das ist jetzt bei dieser Übung die Gesäßmuskulatur. Dafür stellst du dich jetzt hin und führst jetzt in dieser Übung die Hüfte langsam nach hinten. Achtest natürlich darauf, dass der Oberkörper dabei eben schön fixiert bleibt und du gehst so weit nach hinten, jetzt nehme ich ein bisschen Spannung vom Band, bis du im Gesäß und oder auf der Beinrückseite einen Zug, eine Dehnung spürst und dann schiebst du die Hüfte wieder nach vorne, voll in die Spannung rein. So, jetzt würdest du hier vorne mit der Hüfte das Band wegdrücken wollen, langsam wieder nach hinten und da immer wichtig, aus der Erfahrung heraus, langsam arbeiten. Und wirklich auf die Bewegung konzentrieren, auf diese nach hinten schiebende Hüfte konzentrieren. Denn ansonsten geht irgendwo der Moment verloren und die Zielmuskulatur wird nicht getroffen. Nachdem wir in der ersten Übung vor allem die Oberschenkel und in der zweiten Übung vor allem das Gesäß adressiert haben, kümmern wir uns jetzt in dieser Übung noch um die Oberschenkelinnenseite und um die Außenseite der Gesäßmuskulatur. Auch beides Muskelgruppen, die für eine kräftige, stabile Hüfte und damit auch bewegliche Hüfte notwendig sind. Und in dieser Übung hast du das Band erst einmal nur am Fuß fixiert. Jetzt gehst du in eine seitliche Kniebeuge, so weit wie es deine Beweglichkeit im Moment zulässt. Und in der unteren Position jetzt legst du dir dann das Band über die Schulter, fixierst es noch mit deinem Daumen oder mit der Handfläche und kommst jetzt wieder nach oben. Jetzt hast du noch einen zusätzlichen Vorteil hier auch wieder. Wenn du jetzt seitlich wieder runter gehst, kannst du immer schauen, dass du dein Knie durch das Band durchschiebst. Das gibt dir gleich so ein bisschen die Richtung vor. Wenn du jetzt zum Beispiel hier auf der Innenseite stark vorbeikommst, dann weißt du, dass du zu sehr nach innen kippst. Und so hast du schon einmal wieder eine Führung und gehst dann immer
mit der Übung auf eine Seite. Achtest auch hier wieder drauf, Bauchspannung schön zu halten, Hüfte aktiv zu nutzen. Machst dann eine Wiederholung auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite. Wenn du bei der zweiten Übung in der Vorlage sehr limitiert warst, also das heißt sehr früh deine Beinrückseite oder das Gesäß in die Dehnung gekommen ist, dann schau dir unbedingt jetzt noch dieses Video an, denn da geht es genau um diese Muskelgruppe, wie du sie lockern kannst. Viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal.